Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück hier im Jahre 1764 bei unseren Holländern, die einen doch recht zermürbenden Kampfkrieg hinter sich haben, der aber erfolgreich am Ende ausgegangen ist. Und die Stadt Brüssel, ja, so heißt die Provinz jetzt, Stadt und Provinz Brüssel, vorher Brabant, ist jetzt in unserer Hand und es ist wirklich eine hochentwickelte Provinz. 45, das ist schon sehr, sehr, ist glaube ich die zweitgrößte Stadt jetzt hier für uns. Hat sich, denke ich, auf jeden Fall gelohnt, das Ganze. So, wir werden natürlich erstmal hier sie zur Kernprovinz machen, das ist ganz klar, kostet uns 424, haben wir gerade so. Und dann müssen wir natürlich jetzt wieder in den Friedensmodus gehen, weil wir werden jetzt vermutlich 6 Jahre Frieden haben. Das bedeutet als erstes, wir müssen erstmal wieder Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen, das heißt, wir werden hier die leichten Schiffe abtrennen und wieder unser Flaggschiff. Und die gehen wieder auf die klassische Handelsschutzmission im Ärmelkanal. Das ist das Erste. So, dann haben wir hier noch zahlreiche Söldner, die wir nicht mehr benötigen. Halt, das sind nämlich alles Söldner, sehe ich gerade. Also nur die Söldner werden dann jetzt rausgeschickt. Warum waren denn da noch mal normale dabei? Ja? Wo kommen die denn her? Hatte ich da irgendwas beim Template falsch eingestellt? Möglicherweise. Söldner, Söldner, Söldner. Nee, das ist alles richtig. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Das verwirrt mich völlig. Na gut. Wir spalten die Söldner ab und schicken sie nach Hause. Und die anderen, was machen wir mit denen? Schicken wir die auch nach Hause? Ich habe jetzt hier damit gerechnet, dass das alles Söldner sind. Sind es aber nicht. Wird das so eine kleine Kolonialarmee? Vielleicht gar nicht so schlecht, liebe Leute. Ich meine, wir werden wieder mit Großbritannien im Krieg sein irgendwann. Und dann haben wir hier gleich eine handlungsfähige Armee. Finde ich vielleicht gar nicht so doof. Wir stationieren sie mal wieder hier. Die andere kann da gleich mit hinziehen. Okay, den Teil haben wir dann erledigt. Also Truppenlimit ist sowieso kein Problem bei uns. So weit, so gut. So, ihr kehrt hier auch zurück. Das gefällt mir. Dann würde ich sagen, wir müssen aber jetzt mal in Brüssel ein bisschen aufpassen. Denn da ist der Nationalismus hoch. Der brabantische Nationalismus. Aber hier beginnen wir wie üblich wieder zu drillen, während die anderen jetzt mal hier das unterdrücken müssen. Jetzt gucke ich mal, was haben wir hier Verteidigungsfähigkeit. Jetzt werden wir hier zurückgehen auf Handelsschutz. Das ist doch hier viel, viel, viel lukrativer. Okay, und hier sind wir immer noch auf Verteidigung. Jetzt weiß ich nicht, wäre es hier vielleicht sogar angebracht, Autonomie runterzumachen? Wobei, hier haben wir überhaupt keine Autonomie-Probleme. Nö. Dann können wir hier sogar auch auf Handel gehen, weil hier gibt es auch Küsten. Dann wären wir hier sogar nochmal besser. Gut, so weit, so gut. Wie sieht es eigentlich hier aus mit der Autonomie? Da sind wir bei 37 und Unruhe ist minus 7,3. Wisst ihr was? Die reduzieren wir jetzt auch mal. Zack. Und hier sind wir bei 0. Das ist gut. Okay, da wird trainiert. Soweit, so gut alles. Erstmal damit. Die Flotten sind unterwegs. Was haben wir hier noch für ein Schiff liegen? Achso, das ist noch eins gebaut. Ja, der Plan ist jetzt, 6 Jahre Frieden zu haben. Und bis dorthin ist es vielleicht realistisch, eine Kriegsflotte aufzubauen, die sich mit den Briten messen kann. Das wäre zumindest mein Wunsch. Ich gucke mal ganz kurz, können wir hier schon wieder was ändern, weil Regeneration, Rekrutenreserve können wir durchaus noch drin lassen, aber das würde ich dann bis dahin wieder ändern in, ja, was dann eigentlich? Prestige vielleicht oder Legitimität ist so ein bisschen unser Problem. Gehen wir nochmal wieder zurück auf legalisierte Ehescheidung und Unruhe ist auch noch so ein Thema. Okay. So weit, so gut erstmal. Wir haben jetzt sehr viel Geld bekommen, oder was heißt sehr viel. Wir können auf jeden Fall unsere Darlehen komplett zurückzahlen. Jetzt sind wir die auch erstmal los. Ja, und dann würde ich sagen, beginnt bald der große Schiffbau. Wir sind nicht länger dominant im Tabakhandel.
Wir haben jetzt hier 51 Großschiffe. Damit ich nicht durcheinander komme, werde ich mal die Transportschiffe wieder wegtun. Das bringt, macht mich nur irgendwie nervös. Die kommen hier nach... Ja. Und, obwohl das ist auch doof, liegen sie zu nah dran, verklickt man sich immer. Ja, dann werden wir jetzt weiter Schiffe bauen. Und zwar die 9er Vorlage erstmal. Machen wir das hier. Zack. Okay, ich denke, 6 Jahre sollten reichen, auch mit den Seefahrern, um das hinzubekommen. Wir bekommen ein Bündnisangebot aus Land Nie und Land zurückfordern aus Österreich. Das können sie aber sowas von vergessen. Provinzeffekte, Unruhe, das ist natürlich doof. Lehnen wir aber trotzdem ab. Aber das heißt, wir müssen vermutlich hier... Warte mal, die wollten wir eigentlich hier hinziehen, um hier für Ordnung zu sorgen. Das mache ich auch. Wenn ich Gewalt marschiere. Wallonien 17,4. Es sieht so aus, als ob wir hier die Autonomie erhöhen müssten. Sonst gibt das einfach zu große Probleme. 17,4, ja, hilft nichts. 7,4 ist schon groß genug. Ja, das Reich macht uns doch noch Stress. Es wäre schön, wenn wir irgendwie das komplett vernichten könnten. Das wäre ganz gut. Also, dass sie ein Einsehen haben, dass das Ganze nicht mehr zeitgemäß ist. So, wir brauchen aber hier unseren Anführer zurück. Welcher ist dort? Das ist Daniel. Dann kommt Kasper hier hin, weil wir wollen hier drillen. Wieder an Professionalität gewinnen. Wir haben hier ein bisschen... Ist gelitten darunter, 34% wegen der ganzen Söldnergeschichten, ganz klar. Aber ohne ging es ja auch absolut nicht. So. Britisch Mexiko hat die Forderung akzeptiert. Okay. Die geben tatsächlich freiwillig Provinzen an Mexiko ab. Und Suaheli verliert erneut Provinzen, diesmal an Portugal. Wo auch immer das genau jetzt ist. Hier vielleicht gewesen, ja. Portugiesisch Südafrika wächst. Bauholzüberfluss. Bäume für Bauholz anzubauen ist ein unvorhersagbares Geschäft und es braucht viele Jahre, bevor ein Baum abgeholzt werden kann. Die letzte Holzlieferung hat noch keinen Käufer gefunden und könnte im Schiffsbau eingesetzt werden. Das Holz wird nicht lange verfügbar sein. Wer weiß schon, wie zukünftige Lieferungen aussehen werden. Hervorragend. Das ist ja genau das, was wir hier auch gerade machen. Schiffe bauen. Allerdings die erste Charge ist auch gerade noch in Bau. Da werden wir nicht noch was Neues in Auftrag geben, oder? Um diesen Modifikator abzufassen. Vielleicht. Könnte man eigentlich machen, ne? Können wir schon mal die nächsten neuen in Auftrag geben. So, ich hoffe, das war dann jetzt auch billiger. Okay. Gut, was verdienen wir im Moment? Durch die ganzen erneuten Maßnahmen? 340. Das heißt, England hat wieder ihre Handelsflotte im Kanal. Dadurch sind wir bei 250 plus, was ja auch sehr, sehr anständig ist. Da kann man sich nicht beschweren. So, was haben wir jetzt hier für Kleinstarmeen? Die müssen wir jetzt natürlich erstmal zusammenführen. 21.000, das ist durchaus ordentlich, was wir hier stehen haben. Damit kann man operieren. So, okay, alles klar. Dann haben wir die Armeen, glaube ich, vernünftig aufgeteilt erstmal. Wir haben aber wieder so viel Geld. Das heißt, wir werden jetzt weiter investieren, würde ich sagen, erst einmal in Gebäude noch, die sich möglicherweise noch rentieren. Ich gucke mal, ob wir noch weiter in die Rekrutenreserve investieren könnten. Ja, können wir. Das lohnt sich durchaus. 500, also da legen wir mal ordentlich los. Sehr gut. Okay, das wird jetzt eine Freude werden. Schön Geld ausgeben und stärker werden. Wir werden auf jeden Fall deutlich schneller stärker als Großbritannien. So, Ming hatte Krieg mit Bengalen. Und müssen, die Bengalen müssen sogar Provinzen abgeben. Selten sieht man das bei Ming, dass sie noch wachsen. Wachstum des Geschäfts für Tücher.
Unsere Bemühungen, die Handelsgewinne im Gebiet Wallonien zu maximieren, hat in der Provinz Brüssel Früchte getragen. Unternehmer haben es geschafft, die Produktion von Tüchern deutlich zu erhöhen. Hervorragend, plus 2 Produkte. Wow, da sind wir jetzt bald auch bei 50 hier in Brüssel. Könnte man fast sich schon überlegen, ob man da mal nachlegt. Ist jetzt auch Teil unseres Gebietes. Auf jeden Fall muss Brüssel jetzt auch einen Landtag bekommen. Ja. Die Verwüstung ist noch groß, aber... Ja, die Verwüstung behindert jetzt noch ein bisschen, dass wir da ordentlich Geld verdienen und natürlich die Autonomie. Frankreich hat auch Frieden mit Suaheli gemacht und auch sie bekommen noch weitere Provinzen. Französisch-Zentralafrika wächst ebenso. Oh Mann, die haben sich aber alle hier was von Suaheli geschnappt. Zölle zu hoch. Die Bevölkerung der Kolonien ist der Ansicht, dass die Warenpreise zu hoch sind. Für die Preisinflation machen sie unsere Zölle verantwortlich und verlangen deren Reduzierung. Wie sieht es überhaupt hier aus? 39,44. Hier müssen wir vielleicht wieder was machen. Es geht um Westindien. Westindien, wie stehen die da? Bei 44. Oh ne, da werden wir die Zollreduzierung akzeptieren. Das ist okay. Das passt sogar ganz gut jetzt. 24%, hervorragend. Okay, wir können konvertieren. Welche Provinz denn? Gelre. Ah, ja, da ist jetzt das ausgelaufen, dass die irgendwie so widerständig sind. Das können wir jetzt endlich tun, hervorragend. Das ist ja sehr erfreulich. Da hatten wir vorher keine Chance. Okay, was ich mal mir angucken will, wie ist eigentlich hier die Lage mit Sachsen? Hat sich da irgendwas verändert? 64,77, nein. Wir sind besser geworden, habe ich das Gefühl. Obwohl, wir bekommen durch Beziehung, bekommen wir nicht mehr so viel hin. Nee, es hat sich nicht wirklich was verbessert. Wir würden vielleicht noch 5 Punkte mehr kriegen. Kommen wir auf 69 durch Reputation, aber wir kommen nicht auf die 77, nee. Dann ist es, wie es ist. Und wie ist eigentlich der Stand hier mit dem Vertrauen mit Bayern oder mit dem Gefallen bei 8? Okay, das heißt, wir könnten sie dann in dem Falle eines Falles gegen Utrecht sogar in den Krieg holen, ohne ihnen Provinzen zu geben. Das müssten wir dann nur den Dänen versprechen. Aber von mir aus kann Bayern in Richtung Polen wachsen, wenn die tatsächlich in den Krieg eintreten würden. Das wäre auch in Ordnung. Fruchtbarkeit in Ostmindanao. Hervorragend. Und wir werden wieder investieren. Wir werden wieder bauen. Das hatten wir, glaube ich, alles ausgereizt? Nein, hatten wir immer noch nicht. Ach komm, dann machen wir das erstmal noch. Und gehen hier auch noch mal ein bisschen weiter. 500, die anderen, die sind mir zu popelig. Die machen wir dann nicht mehr. Aber Hauptsache, das Geld geht raus. Gut. Okay, wie sieht es aus mit den Rebellen? Holländische Partikulasten sind bei 80%. Und in Utrecht gibt es jetzt auch noch Unruhe. Brüssel ist bei 3,1. Das geht ja schon wieder eigentlich. Ja, das geht ja schon. Aber wir müssen trotzdem mal gucken. Ach, die wollen größere Autonomie. Das ist 1,5 Jahre. Ach kommt, wir werden sie mal unterdrücken. Obwohl 197 ist viel zu viel dafür. Ansiko und Songo und Kambuna. Muss ich mir einmal angucken, wo das ist. Kambuna. Okay, das ist alles das Kongo-Thema. Vielleicht wäre es sogar tatsächlich ganz klug, wenn wir hier im Kongo eine Garnison stehen haben. Von vielleicht 10.000 Mann. Was haben wir eigentlich für ein Gelände? Okay, kann man sogar ein bisschen Kavallerie mit dabei haben. Und dann hier eine in diesem Staat hier. Das ist ja im Prinzip dieser Staat, der hier so Ärger macht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben bloß keine 10er-Vorlage, ne? Eine ganz normale Vorlage. Wir haben nur Söldner hier. Dann lass uns mal eine normale Vorlage erstellen. Obwohl, Quatsch. Wir können das ja auch ohne Vorlage machen, oder?
Ja, muss man einzeln machen. Ach nee, dann ist eine Vorlage gemütlicher. So, nochmal. 8 und 2 machen wir mal. 10er Armee. Gut. Manpower reicht gerade so für die Aktion. Sehr schön. Oh, die Schiffe sind auch schon alle, fast alle wieder fertig gebaut. Irgendwo sind sie total lahmarschig. Was ist denn das hier? Warum sind in vier Provinzen die so langsam bei der Schiffbauzeit? Oder hatten die da noch alte Aufträge? Eigentlich spricht jetzt hier nichts dafür, dass die so übermäßig langsam sind. Ich hatte doch das genau abgezählt, dass wir mit neun Provinzen eigentlich immer gleichzeitig neun Schiffe bauen könnten. Aber ich habe das Gefühl, so hundertprozentig haut das irgendwie nicht hin. So, wir haben einen Admiral, der gestorben ist. Oh, das gibt uns vielleicht die Gelegenheit, mal einen zu bekommen, der noch ganz gut außerdem noch im Handel ist. Wir werden uns natürlich einen neuen leisten. Wir sind hier bei, oh Gott, 8,4, das ist ja eine erbärmliche Marinekondition. Ja, da kann man nicht viel erwarten, immerhin Fernkampf 4. Aber ansonsten ist da eigentlich zu kaum was zu gebrauchen. Den brauchen wir auch gar nicht der Handelsmarine zufügen, weil er keinen Manöverwert hat und dementsprechend den Handel nicht weiter fördert. So, hervorragend. Die sind jetzt auch konvertiert. Das sollte Gelre einfacher zum Regieren machen. Sehr gut. Staatsehe lehnen wir erneut ab und wir gucken mal, was wir noch Schönes kaufen wollen hier, bauen wollen. Das hatten wir alles, genau, das hatten wir auch. Wir gucken noch mal kurz, ob Handelseinfluss sich irgendwo noch richtig lohnt. Oh ja, durchaus. Machen wir mal diese Provinzen. Okay. Festung, das haben wir sowieso im Blick. Es gibt tatsächlich noch, oh ja, auch das machen wir natürlich noch. Das Einheitenlimit der Flotte setzen wir noch hoch. Zack. Wir wollen ja den Briten ordentlich Konkurrenz machen. Und Besteuerung lohnt sich nicht mehr. Das heißt, die nächsten Investitionen, die wir leisten, sind dann in Handelshäuser. Da kann man auch gut Geld loswerden. So, Christoph der Erste von Wittelsbach ist gestorben. Die Staatsehe ist vorbei, aber nicht unser Bündnis. Mal gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. So, wie sieht es hier unten aus? Können wir jetzt hier Rebellenunterdrückung machen? Minus 1,2 sind hier nur. Warum war denn hier so ein großer Ärger? Hier ist 3,7. Hier oben ist auch 3,7. Okay, gucken wir mal, wie sich das entwickelt hat. Sind wir jetzt hier auf 0, da auch auf 0? Das geht also. Wo gibt es noch Ärger? In Ansiku. Wo ist Ansiku? Das ist hier oben. Können wir die auch noch da ausweiten? Oh, das ist vermutlich ein bisschen 0, ne? Nee, kriegen wir tatsächlich hin. Das heißt, Ansiku ist jetzt auch unter Kontrolle. Jetzt ist nur noch Brüssel. Bayern ergibt uns wieder eine Ehe, die wir akzeptieren. Puh, hoffentlich ist endlich dieser Faktor Unzufriedenheit weg. Der belastet unsere Legitimität maximal. Den haben wir irgendwann uns eingefangen durch irgendein Event. Warte mal, ich gucke mir das mal an. Wo war der? Hier, glaube ich. Machtteilung oder ist er schon weg? Unzufriedenheit hier unten. Unruhe plus 2 und Legitimität minus 1. Obwohl, warte mal, das ist irgendwie ein dauerhaftes Ding. Warum ist das eigentlich der Fall? Kann das sein, dass es irgendwie, ich kann mich erinnern, dass es parallel irgendwie zu seiner revolutionären Regierung eigentlich. Wieso haben wir Unzufriedenheit? Gibt doch noch keine revolutionäre Regierung, oder? Oder ist das Schweden? Mit ihrem Großfürstentum? Nee, eigentlich mit Sicherheit nicht. Wo kommt die Unzufriedenheit her? Ich weiß es nicht, Leute.
müssen wir mit leben. So, Technologie, die nächste Militärtechnologie, oh, das ist wichtig, die müssen wir jetzt unbedingt mal machen. Ja, wir haben Kürassiere. Obwohl ein Kürass oder eine Brustplatte seit vielen Jahren existiert hatte, gewann jüngst eine neue Art von Kavalleristen an Beliebtheit, bei dem nur eine Brust- und Rückenplatte ein besser ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Schutz der wichtigsten Körperteile und Beweglichkeit bietet. Und das heißt, wir können unsere Einheiten upgraden zur Square-Infanterie, machen wir mal. Und abendländische Kürassiere. Gut. So, die Schiffe sind fast zumindest alle fertig gebaut. Dann kommt jetzt... Oder vielleicht mache ich es mal auf andere Art und Weise. Vielleicht über diesen Weg wäre ja auch möglich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm. Weiß nicht, nach welchem Prinzip das verteilt wird. Aber egal. Einen machen wir noch. Gut. Okay, liebe Leute, wir sind im Jahr 1767. Also die Zeit vergeht natürlich jetzt relativ schnell, weil nicht viel zu tun ist, ganz normal. Frankreich-Bündnis mit Preußen. Oh, Preußen wird immer mehr geschützt und geschätzt von den Großmächten dieser Welt. Aber uns steht dieser Krieg gegen Utrecht bevor. Da warten wir auf das Ende des Friedensvertrages. Warte mal, ich gehe hier nochmal rauf. Mit Bayern. Und haben dann allerdings wirklich, das wird wirklich ein harter Krieg werden. Wir werden versuchen, Bayern reinzuholen und Dänemark reinzuholen. Hamburg sowieso. Und Polen wird mit reingehen durch Österreich. Und Portugal-Kastilien wird da noch mit drin sein. Das wird wirklich eine fette Nummer werden. Das wird das große Finale werden für gewissermaßen für unseren Arnulf II. 43. Das heißt, mit 46 wird dieser Krieg beginnen. Und man kann nur hoffen, dass er nicht vorher stirbt. Weil wenn wir den gewinnen, dann können die Niederlande ausgerufen werden. Und das ist dann das ultimative Ziel hier dieses Lebens unseres Herzogs. Ja, in diesem Sinne beenden wir dann erstmal wieder die Staffel. Wir sehen uns wieder mit diesem großen europäischen Krieg, der hoffentlich zur Gründung der Niederlande führen wird. Bis dahin macht's gut, euer Steinbein.